Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included, natürlich hier im Space Out DLC. Ja, und ich habe einen Mod deaktivieren müssen, Research Crew, also das hat sich anscheinend jetzt wieder mit dem neuen, mit der Version momentan hier gebissen. Deswegen wollte ich es euch nur zeigen, dass ich die jetzt rausgenommen habe. Ich meine, das war ja nur, dass ich in der Forschung praktisch so nacheinander Zeugs festlegen konnte, aber naja gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Weiter geht's. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Stahl haben wir jetzt 1200 Kilo. Ich meine, da war was, dass man Stahl. Nee, doch nicht. Wir haben die Metallrefinerie gebaut und haben uns hier das hier gebaut. Das Problem hier an der Sache ist, warte mal, hier gibt es noch ein weiteres Problem. Oder? Nee, gibt es nicht. Ah ja, nee, ich hab, glaube ich, das Problem. Wir haben jetzt, glaube ich, schon einmal hier, ja, wir haben hier mit 62,5 Grad haben wir hier Wasser schon mal reingebracht. Wir könnten das Wasser auch gut noch einmal durchlassen. Wir müssten das jetzt dann praktisch nur hier an Anlauf anschließen. Aber ein zweites Mal, ja gut, es soll halt jetzt sein, dass halt im Rohr das Wasser zu Dampf wird, ne? Das ist mir eigentlich fast ein bisschen zu gefährlich. Ne, wir machen da jetzt nichts. Wir haben jetzt hier unser Stahl hergestellt. Ich weiß es bloß gerade nicht mehr genau, für was wir das Stahl hergestellt hatten. Und wir wollten jetzt ja dann Plastik haben, ne? Das Plastik. Naja, ich sage mal so, das Plastik ist in Arbeit. Wir haben einen kleinen Drecklet hier, aber der ist noch ziemlich jung. Ja, der wird, glaube ich, demnächst erwachsen. Aber ja, das Problem ist natürlich, wann sind die Schuppen dann gewachsen? Ich weiß gar nicht, ob man das hier dann auch sehen kann. Dauer, bis die nachwachsen. Warte mal, wir haben ja hier ein paar Geschärte. Schuppenwachstum 32%, Veränderung pro Zyklus, aber da steht nicht, wann es scherbereit ist. Hingegen bei den anderen, wahrscheinlich, wenn es auf 100% ist. Es könnte sein, dass wenn der erwachsen ist, dass der dann das erste Mal geschert werden kann. Und dann haben wir Plastik. So, was? Forschungsstation? Wahrscheinlich nicht. Hier diese Raketenstation. Gut, die Rakete haben wir jetzt gebaut. Allerdings, ja, ich weiß noch gar nicht. Haben wir da drin schon mal was geändert? Gehe ich mal rein. Ah ja, es gibt jetzt eine Neuerung. Man kann die Raketenstation hier, die Kontrollstation, abreißen. Das ist jetzt eigentlich ganz neu. Wir haben das ja jetzt zum ersten Mal vorläufig so gebaut. Wenn ich jetzt den Platz hätte für die Kontrollstation, dann würde ich die Kontrollstation möglicherweise hier hochsetzen, das Klo hier unten in die Ecke. Dann könnte ich hier, ja gut, dann würde ich hier mit den Ziegeln höher kommen. Das würde aber auch jetzt nicht speziell uns viel bringen. Ich meine, es wäre eigentlich von vornherein besser, wenn die Kontrollstation eigens fest zum Beispiel irgendwie hier in der Spitze, wenn man da ein bisschen mehr Platz hätte, dann wäre es noch besser. Gut, aber wir wollten ja eigentlich hier dann die Forschungsstation reinbauen, aber da fehlt uns ja, glaube auch noch Plastik oder wie das war. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Stationen, orbitales Mikrolab, ja, da fehlt 200 Kilo Plastik. Das ist das Problem. Hä, wo kommt denn jetzt auf? Wo kommt denn jetzt auf einmal die verschmutzte Erde her? Ach, weil die da, ja, weil die Deppen da aufs Klo gegangen sind die ganze Zeit, ja. Ja gut, ich darf die eigentlich nicht Deppen nennen, das war ja eigentlich meine Schuld, ne? Ja, gut, Kühlschrank müssten wir eigentlich mit einem Stromkabel verbinden. Warum machen wir das jetzt gleich mal? Wir müssten doch diese Anschlüsse. Ne, haben wir tatsächlich, doch haben wir. Okay, dann bauen wir hier mal einen Energieanschluss hier rein. Den bauen wir dann hier für den Kühlschrank. Na, für was ist denn eigentlich das Ding hier? Entpackt interplanetare Nutzlast, die von Duplikanten angeliefert werden. Weil momentan kann man ja diese Nutzlast-Dinger hier.
Impact, trennt automatisch feste, flüssige und gasförmige Materialien und verteilt sie an die entsprechenden Systeme. Nutzlastöffner können sie zur besseren Sortierung an Förderbänder, Rohrleitungen und Lüftungssystemen angeschlossen werden. Ja, aber ich habe das noch nicht kapiert. Man kann die Nutzlasten momentan, also wenn es diese Dinger ist, wo man abwerfen kann, die kann man momentan noch so öffnen mit den Duplikanten. Vielleicht sollte es mal passieren, dass das nicht mehr so ist, ne? Ja gut, nichtsdestotrotz. Wir waren eigentlich hier. Also was könnten wir gewinnen, wenn wir zum Beispiel die Toilette hier unten reinpacken, das Gerät hier oben rauf. Man könnte sich eventuell hier noch ein Waschbecken reinbauen oder halt so einen Handdesinfizierer. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ansonsten so wirklich großen Nutzen des Moduls irgendwo anders hinbauen zu können, sehe ich jetzt halt hier gerade nicht. Ja, höchstens in der größeren Variante der Rakete. So, Stromkabel. Schließen wir mal den Kühlschrank an. Da muss ich mir überlegen, was ich da reinpacke für eine Nahrung überhaupt. Jetzt ist es noch nicht wichtig. Aber später, wenn wir die Weltraumoperation starten wollen. Hier hätte ich ganz gerne, das haben wir aber noch nicht, Oxalat, dass wir hier Sauerstoff drin haben. Wir haben jetzt zwar hier verdorbenen Sauerstoff. Ah, wir sehen auch, wie schnell der hier weggeatmet wird. Ja, genau, atmet den Sauerstoff hier mal raus. Aber dafür kriegen wir natürlich auch Kohlendioxid hier rein. Das ist mir auch bewusst. So, ich würde es einfach mal gern. Flüssigbar ist es nicht, aber verbrauchbares Erz. Hier mal Oxalat einstellen. In dem Fall Stufe 9, dass das höher ist wie alle anderen. Gut, das mal soweit. Die Rakete ist ja schon betankt. Okay, alles klar. So, wie war denn das eigentlich hier? Ja gut, da ist er noch nicht gelaufen, deswegen hat er so ein Stromsymbol. Hier wird noch fleißig aufgeräumt. Die Aufträge habe ich mal noch gegeben gehabt. So, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ich habe ja hier schon ein bisschen 200 Kilo Plastik, 200 Kilo Öl oder so stehen. Wenn ich jetzt so eine Polymerpresse baue, da brauche ich ja brauche ich die Ölraffinerie, ne? Dass man Petroleum draus baut. Station, ne, Veredelung ist es. Also, das wäre eine Ölraffinerie. Verwandelt 10 Kilo pro Sekunde in 5 Kilo pro Sekunde Petroleum. Und daraus wird noch 90 Gramm Erdgas freigesetzt. Dann brauchen wir noch diese Polymerpresse. Die braucht 833,33 Gramm Petroleum pro Sekunde. Wie war das jetzt bei der Ölraffinerie? 5 Kilo pro Sekunde. Gut, da kann man locker die Polymerpresse betreiben. Na gut, da könnten wir. Ja, wir könnten tatsächlich, aber das möchte ich eigentlich so machen, dass man diese Ölraffinerie, dass wir die so bauen, dass wir da nur mit Schutzanzügen dann hinkommen. Die einzigen Schutzanzüge, die ich habe, wäre eigentlich hier. Und da hatte ich ja eigentlich nur die Algen erstmal destilliert, aber es wird wahrscheinlich nicht auf Dauer so bleiben. Hier ist eigentlich zu überlegen, ob wir das generell abklemmen und dass wir. Ja. Ich meine, ich hatte eigentlich jetzt erstmal vor, das komplette Chlorgas, was hier rumgammelt, mal in Bleistein umzuwandeln. Das war eigentlich die Devise hierbei. Und dann würde ich einfach mal hier den Ziegel aufmachen, damit es hier runter kann. Und vielleicht tun wir hier später Sauerstoff reinleiten, damit die uns Oxalat herstellen. Das könnte man eigentlich analog dazu schon mal machen, ne? Wir könnten auch die Luftschleuse hier öffnen und nee, dann wird jetzt das Chlorgas rausgasen. Das möchte ich nicht haben.
Ich meine, das Wasserstoff, was wir jetzt hier rumgammelt, das kann ruhig jetzt hier nach oben steigen. Das ist mir eigentlich egal. So, jetzt soll erstmal das Chlor nach unten fallen. Das ist schön so. So, was wäre denn noch? Hier hätten wir noch Chlorgas. Das ist 850 Gramm. Ja gut, da haben wir nur einen Druck von 870 Gramm entgegengesetzt. Das wird das Chlorgas auch wieder mitnehmen, ne? Gut, aber wir hier haben ja auch unseren Niedrigtemperaturbereich. Gut, Chlor, wobei, ja, das würde hier jetzt nicht flüssig werden, aber ich mache es, glaube ich, so, dass ich das von unten hier anbohre, die Blase sozusagen. Indem man hier, ups. Indem man hier mit Leitern schaffen. Wobei man den ganzen Bleistein ja gleich hier mit abgraben könnte. Warte mal, das machen wir anders. Graben den Bleistein noch weg hier. Das hier weg, das hier weg. Die ganzen Pflanzen da, die brauche ich nicht. Warte mal. Wir haben da oben noch ein wenig Bleistein. Das machen wir mal so, dass wir da graben können. Den Block nehmen wir auch noch mit. Das ist nämlich kein Abyssalit. Von daher kann ich das eigentlich ruhig ab... ach, da ist auch noch Chlorgas. Dann gehen wir noch da längs. Und graben hier noch ordentlich schön frei. Alles, was hier nicht abgesalit ist. Und wenn das da Fitzel abgegraben wird, ist es auch nicht schlimm. Nur, dass das ganze Chlorgas hier mal zusammenläuft, würde ich sagen. Kann man da noch Wasserstoff? Ja gut, das ist egal. So, das Wasserstoff hat sich schon mal hier oben angereichert. Jawohl, das tauscht sich jetzt hier so langsam aus. Ja, da können die Viecher wieder fressen hier am Chlor. Und er ist erwachsen geworden. So, Schuppenwachstum 100%. Das würde eigentlich bedeuten, dass er geschert werden würde, oder? Ich mache das mal auf Stufe 7 oder so. Da wird jemand... Nein! Ah, hör auf, das soll nicht passieren. Tier... Der wird natürlich, klar, der ist noch nicht bekannt gewesen. Der wird jetzt hier eingefangen. Das ist natürlich Quatsch. Das soll nicht passieren. Ja, aber hört auch nicht auf. Warte mal, kann ich den noch wegschicken? Ah, nee, der ist schon eingefangen. Okay. Ja, dann kannst du ihn hier gleich wieder aussetzen. So. Ja, und jetzt wird er gleich noch gepflegt. Oder? Nee, doch nicht. Nee, schade. Gut. Ja, wir waren ja auch nicht nur nicht drüben auf dem anderen Planeten und da wollte ich mir auch noch was überlegen. Wir haben momentan 50 Grad, es wird zwar kühler die Temperatur hier drin, aber eigentlich, was macht denn der hier? Gut, da habe ich ja jetzt hier versucht, das kühle Abyssalit hier zum Kühlen zu benutzen. Was da hat? Das eine hat 21 Grad. Na gut, das kann... Ja doch, das ist da, wo die Wärmetauschplatte anschnäbelt. Da nimmt es die Temperatur auf. Okay, alles klar. Nee, dann ist es... So, die ist aus Magmatit. Ich glaube, dass die dann nicht so gut funktioniert wie die aus Kupfer, oder? Das habe ich gar nicht gemerkt, dass die aus einem anderen Material ist. Na gut, das Material hier unten hat jetzt trotzdem noch 64 Grad, ne? Aber da hätten wir halt Wasser, aber wir müssten die Temperatur anpassen. Aber da endet es am Strom. Ach ja, es gab auch noch eine Änderung bei der Forschung wieder. Jetzt muss ich mir das mal angucken. Die haben die Voraussetzungen wieder verändert hier für verschiedene Sachen, glaube ich. Jetzt muss ich erstmal schauen. Wo sind die Solarzellen? Das ist die große Preisfrage. Also der brauchen wir jetzt. Was brauchen wir hier? Es ist, glaube ich, Weltraumforschung, ne? Ist das richtig? Ich denke ja. Naja, so wirkliche Veränderungen kann ich jetzt hier nicht feststellen. Ja. Ich meine, wir könnten da noch weiter forschen, zum Beispiel, weil Uranforschung haben wir ja. Warum ist das eigentlich hier noch so markiert?
Dachte, der Mod ist aus. Ah ne, das ist ja, das können wir eben trashen. Was wir noch erforschen könnten, das wäre das hier. Grün. Ja, wo sind jetzt die Solarzellen? Oder haben sie die jetzt woanders einkategorisiert? Das kann nämlich sein, dass da nur untereinander was passiert ist. Ich könnte natürlich auch die Suchfunktion benutzen, ich weiß. Aber warte mal, das ist doch eigentlich nur Strom, ne? Strom, ja, Strom. Die Dampfmaschine haben wir, Solarzellen haben wir. Ah, doch, das haben wir schon. Okay, perfekt. Dann kann ich ja... wir haben ja schon Solarzellen. Guten Morgen. Ja, das ist mir doch teilweise peinlich. Und warum? Warum hat denn der hier keinen Strom? Was ist denn das Problem? Liefern die mir nicht genug Strom hier, oder was? Das kann doch nicht sein. Das sind die schwächer, oder was, wie sonst? Na gut, weiter können wir nicht bauen. Da fehlt uns Glas. Ja, das ist alles so ein Problem. Ich will halt keine Kohle weiter verbrennen erstmal. Weil sonst sind wir bald wieder an der Position, wo dann wieder null ist. Aber egal, ich tue mich schon wieder verzetteln hier mit irgendwelchen Sachen, die ich eigentlich nicht so wollte. Ne? Inwiefern werden wir noch weitere Algen haben hier? Gut, wir haben hier noch ein wenig Algen, die man verarbeiten könnte. Ich mal um den hier mal Wärmeziegel bauen oder so. Damit das isoliert ist, weil das gibt ja eigentlich ja auch die Wärme in die Umgebung ab und das ist, glaube ich, nicht so von Vorteil. Ich meine, da wird jetzt gleich ein bisschen Wasser rauskommen, das ist dann aber nicht so schlimm. Also ich finde es nicht schlimm. Wie mache ich denn das hier? Mal das hier abdeckeln oder so. Gut, wahrscheinlich wird der Schleim eh nach unten fallen. Das ist die Konsequenz hierbei. Was ist das? Ton. Okay, Ton. Da können wir vielleicht mal noch weggraben und ja, das war mir klar. Wenn wir das sofort ein wenig aufwischen, dann haben wir da eigentlich auch kein großes Thema. Das kann nämlich eh nicht mehr abgepumpt werden. So, und da könnte man ja dann mal wieder ein bisschen abgraben, ne? Die Pflanze, ja gut, die... Die tue ich jetzt einfach mal weggraben. Das ist. Da grabe ich nicht alles weg. Ja, das ist jetzt doch nicht ganz so gelaufen, wie ich das hätte gewollt. Ja, ich mache mir hier noch einen Ziegel hin. Okay. Hier haben wir auch noch Chlor. Das könnte man eigentlich auch noch da hinten in den Raum reinpumpen. Das hat sich doch nicht so hier gestaltet, wie ich das gerne hätte. Lüftung, Gaspumpe. Wie ist denn das? Chlor ist ja... Na gut, das ist auf dem CO2. Machen wir einfach mal nur eine einfache Pumpe hier und das brauchen wir auch nicht isolieren. Das können wir so bauen. Das könnte man doch eigentlich hier unten einleiten, oder? Bis hierhin reichen. So, Gasbrücke. Und einen Gasabzug. So, ja, das sickert langsam weiter nach unten, ja.
Ich mach mal Folgendes, weil die Tierchen könnten da ja rausfliegen. Das möchte ich eigentlich nicht. Mach hier mal einen luftdurchlässigen Ziegel rein. Wahrscheinlich wird er erst jetzt erst recht durchfliegen. Das ist mir bewusst. Ja, das... das war so klar, dass die jetzt durchfliegen müssen. Ach Mensch. Ja gut, da können sie Oxalit herstellen. Das ist auch okay, aber das war jetzt nicht geplant. Ah, da müssen wir es dann noch... Ihr kennt den Trick ja schon. Ich muss die jetzt hier oben einfangen lassen und muss die dann halt hier unten wieder aussetzen lassen. Das ist... es geht jetzt nicht besser. Weil anders kann man die nicht einfangen. Es gibt zwar solche Lockgeräte und so weiter. Das könnte ich auch machen, aber... Ja, wenn die zu weit weg sind, dann werden die auch nicht angelockt. Das ist auch wieder so eine Sache. So, was hat der Drucker für uns? Eis. Lumpiger Gattopier. Ja, wir nehmen, weil die alle nicht gerade die besten Leute sind. Ich möchte eigentlich jetzt momentan tatsächlich wieder keinen aufnehmen. Nehmen wir das Eis hier. Das müsste normalerweise weggebracht werden. Was wird hier? Ach so, für die Heilpillen gibt es kein Lager. Ja gut, das ist dann halt so. So, wir müssen das erste Plastik haben. 150 Kilo, ja. Haben wir. Bleibt das jetzt hier bestehen oder wenn ich auf neu drücke? Nee, bleibt es nicht. Ich möchte das tatsächlich haben, dass es hier stehen bleibt. Plastik, so. Okay, jetzt fängt wahrscheinlich das wieder von vorne an mit dem Wachstum. Ja, genau. Sehr schön. Was können wir damit anstellen mit dem ersten Plastik? Wir gucken mal ganz klar, ob wir da gleich eine Dampfmaschine drauf bauen können. Dampfmaschine. Ja, mir ist auch bewusst, dass jetzt das Wasser hier drin. Das ist halt, wir hätten verschmutztes Wasser reinleiten sollen. Das war mein Fehler, ja. Muss ich ganz klar sagen, dass ich da... Jetzt kein verschmutztes, aber wir haben ja das meiste verschmutzte Wasser verbraucht, ne? Strom. Dampft. Ah, 200 Kilo. Verdammt. Ja gut, wir könnten was anderes, was wir natürlich auch machen müssten. Was nämlich nur bedingt gut ist, das ist natürlich das hier mit den Abziegen. Weil hier ist nicht immer gut gegeben, dass der Sauerstoff zum Beispiel, der hier in der Leitung steht, zum Beispiel abgegeben wird, da innen drin. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber dann bauen wir die Lüfter mal hier um. So, da dürfte doch normalerweise, ja, die ist nach Zugang gestattet, jawohl. Machen wir das geschwind noch. Dann bauen wir die Lüftung mal auf Hochdruckabzüge um. So, was braucht der nochmal? Ja, 50 Kilo Plastik, okay. Dann ist diese Sicherung sozusagen schon mal optimal. Also es ist eigentlich nur schwerpunktmäßig die Sicherung wichtig, wenn damals Sauerstoff praktisch ins Wasserstoff reinkommt. Das ist eigentlich am wichtigsten, alles andere ist eigentlich nicht so wichtig. Genau. So, da haben wir auch noch Chlor. Ja, der ist gebaut. So, jetzt geht es euch an den Kragen und zwar... Überschuss 0. Und hier werden die Pufts eigentlich mal freigelassen. Ich stelle erstmal alle, was es so gibt hier an Pufts her. Puft Prinz, Pufflet, Puft. So. Puff. Piff, Puff. Jawohl. Da ist man da. Unser Gas.
Die Pumpe ist auch gebaut, die Leitung ist gebaut, perfekt. Das heißt, wir können uns das Chlorgas hier wegpumpen. Und zwar brauchen wir da etwas Ström. Das können wir doch jetzt geschwind mal hier aus der Leitung nehmen, oder? Ich wüsste jetzt nicht hier einen Grund, dass wir das nicht tun können. Dann wäre das schon mal so weit hier. Gut. Hier bin ich immer noch mit dem Gedanke, dass ich eventuell hier die Ziegel noch verstärke hier. Weil wir sehen halt, das Abyssalit, da wo der Ziegel dran ist. Also diese Wärmetausch-Ziegelplatte da hier. Die hat den erwärmt hier und da ist es nicht so arg warm. Ich meine, das ist halt auch keine Dauerlösung, ich weiß. Wir müssten das höchstens das Abyssalit natürlich dann noch weiter abgraben, wenn es zu warm wird. Wir müssten diese Platten wahrscheinlich dann höher setzen, ne? Damit wir den Bereich hier... Na gut, zerstören können wir da nicht viel. Gut, das Eis hier oben, das ist natürlich noch bei, das ist mir auch klar. Aber schauen wir mal, die sind doch so teuer, glaube ich, ne? Ja, sie sind nicht billig, aber was wäre denn eigentlich jetzt, wenn wir jetzt Kupfererz nehmen? Das müsste doch genauso gut. Müsste doch genauso gut leiden wie Kupfer selber, oder? Wo werden. Ich weiß es nicht. 800 pro Platte. Na. Ich mach's einfach mal hier. Das investieren wir jetzt einfach nochmal hier extra. Und Diosmagmatit. Naja, gut. Also man merkt schon, dass die von der Leistung her schwächer ist. Das ist mir. Das sehe ich hier. Okay. Ach so, da kommen wir nicht alles ran hier. Da müssen wir hier nochmal freigraben hier ein Stück. Und das können wir auch begraben hier. Das hat ja dann auch kein Bewandtnis mehr hier. Das ist so irgendwie. So. Okay. Bis jetzt sind sie nicht eingefangen worden. Oder machen wir mal eine 8. Jetzt kommt er, ja. Das ist wieder nur eine Prioritätensache. Ja, so der Bleistein hier. Ja gut, weggraben müssen wir den so oder so. Weil ich mir gerade überlegt habe, wenn ich den jetzt weggrabe, dann wird ja aus 40 Kilo werden eigentlich nur noch 20 Kilo. Das halbiert sich ja. Man müsste ein Prinzipiell ausgasen lassen und dann wieder von den... Viechern hier praktisch umwandeln. Das wäre eigentlich die Lösung, ne? Aber ja, das können wir eigentlich nicht machen. Das funktioniert nicht. So. Das lassen wir weggraben, das lassen wir noch weggraben. Und hier können wir auch noch graben. Genau, dann lassen wir hier das noch ausgraben und dann können wir das im Prinzip hier alles abtragen. Ne? Ihr kennt ja das eigentlich schon, dass ich da immer so ein bisschen die ganze Welt abtrage hier. Forschung ist abgeschlossen, okay. Transitor, ja. Mehr können wir momentan eigentlich nicht erforschen. Lass mich mal kurz was überlegen. Ja, der Dinger ist voll. Es ist eigentlich Verschwendung, wenn wir jetzt die ganze Zeit die Dinger schießen lassen. Sammeln können sie, ja, das ist richtig. Aber man kann die... Also ich hatte ja mal gedacht, man kann verhindern, dass sie schießen. Ja, das stimmt schon. Aber die sammeln weiter, also die werden nicht komplett ausgeschaltet. Dazu brauche ich... Nee, also ich brauche einfach nur einen Schalter. Brauche eigentlich nur einen Schalter und muss die verbinden hier mit einem Kabel. Den kann ich auch. Ah ja, gut, ich kann dem nur sagen, dass er es ignoriert. Das will ich aber nicht. Wir werden das einfach mal hier... warum kann ich da jetzt keine Brücke bauen? Hä? Ach so, ja. Ah, weil wegen...
Anschlussüberlappung, das geht nicht. Das die Frage, wo man sich öfters gestellt hat schon, warum das eigentlich so gemacht worden ist. So, normalerweise... ich bin da immer nicht... Ich will halt, dass da keiner abgeschossen wird. Elfteilchen, ja gut, das ist eigentlich sicher. Ach, die sollen eigentlich eingeschaltet werden. Warum passiert das nicht? Ach, weil hier keiner... Weil hier keiner auf die Leitern kommt. Das ist wieder mal spezial. Ja, es ist zwar sicher, dass hier keiner oben rumturnt, aber wenn keiner das bauen kann, ist es natürlich auch doof. Ne? Na, ah, meine Stimme. Muss ich mal was trinken dann. Gut, aber ich bin eigentlich eh heute durch mit der Folge. Ich sag dann einfach mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Und ja, ciao, euer Lego.